So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Assassin's Creed Origins. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission und die heißt Dicke Haut. Und eine Nebenquest übrigens. Und wir haben eine nächste. Wir haben ein weiteres Dorf entdeckt. Dorf Zau. Aber ein neuer Ort. Und wir machen heute. Gestank liegt in der Luft. Helfen wir dem hier. Wie beschämend. Der Gerber ist mein Ehemann. Ja. Er bringt diesen Gestank immer mit, wenn er aus dem Lager zurückkommt. Da riecht er halt auch, ne? Sollte man meinen, dem Geruch nach. Wenn er hier ist, ist es noch schlimmer. Nimm keinen Anstoß daran. Wir alle müssen Arbeit tun, die uns nicht gefällt. Du hast recht. Mein Mann arbeitet hart. Aber er kann kaum die Nachfrage befriedigen. Man sagt, die Magi seien legendäre Jäger. Wenn du etwas Geld verdienen willst, dann geh zu ihm. Er freut sich bestimmt über Hilfe. Hm. Ich denke darüber nach. Wo kann ich ihn finden? Sein Jagdlager ist nordwestlich von Zau. Er wird dort ein paar Tage lang Häute gerben. Wenn es nur so irgendwas gäbe, das hilft, den Gestank zu lindern. Ein Pfeil. Nein, alles gut. So, wir müssen rüber zu dem Gerber. Mein Ziel ist es ja, Level 20 zu erreichen. Also können wir eigentlich schon überhaupt nicht so machen, aber ich will ja Level 20 erreichen. Ich will ja diesen Philaktai, wie der heißt, der Polizist, der da rumrennt noch. Auf Level 20 ist der andere auf 22. Die möchte ich gerne auf jeden Fall noch erledigen. Irgendwann noch. Aber wir machen erstmal die Nebenquests, die wir noch so machen können. Es sind drei Stück insgesamt offen. Und die werden wir jetzt in den nächsten drei Folgen auf jeden Fall angehen. Und dann wird es ja an die Hauptmission gehen. Weil mit jedem Level, den wir uns jetzt erreichen, ist ja nur. Also keine weiteren Feinde in der Nähe. Also brauchen wir nichts befürchten. Verteidige den Gerber. Achso, Krokodil. Wo kommst du denn her? Zurück! Zurück, du Bestie! Ich mache eine Lederrüstung aus dir! Erledigt. So, nimm die Pfeile sich gerne mit. Moin. Hab Dank, Reiter. Ich hätte nicht gedacht, dass die Götter mir heute Hilfe schicken. Ich dachte schon, dieses Biest frisst mich aus Rache für mein Handwerk auf. Was führt dich hierher? Deine Frau in Zau sagte, du brauchst vielleicht einen Jäger. Ja, ja. Zu wenig Rohstoffe und zu viel Nachfrage. Ich würde dich sehr gut bezahlen für die Häute, die ich brauche. Und für das Risiko, das du eingehst. Ich bin ganz Ohr. Ich brauche Hyänenohren, Krokodileier und einige Geierschädel. Jo. Wo brauchst du denn die Geierschädel? Daraus mache ich Kopfschmuck für die Priesterinnen der Isis. Jagdtiere, der Gerber, bring ihm die Tierteile, die er braucht. Ernsthaft jetzt? Das muss ich da die Scheiße bringen, oder was? Was haben wir hier noch? Hartes Leder, Geierschädel, Krokodileier und Hyänenohren. Welches Leder? Welches Leder? Ich brauche kein weiches Leder. Ich brauche eigentlich ein. Ach, da sind noch ein paar Gegner, Feinde. Ach mal. Hartes Leder. Zitter. Jage Tiere.
keine Schädel. Also Krokodileier ist ja klar. Das ist da unten nämlich ein Krokodil, ist klar. Ja, Kaya, Hyänen auf jeden Fall. Ja, was mal das Krokodil. Ach, das ist der Typ, okay. Kann man Möglichkeit haben, mal was Möglichkeit, mal ein bisschen was aufzufüllen hier? Blöde Frage, nächste Frage. Jawohl. Das ist genau das, was ich meine. Wir müssen nämlich Krokodile jagen. Raus aus dem Wasser. Zwar jagt mich das Krokodil jetzt. So, das ist bestimmt jetzt da unten, oder? So, du lässt mich jetzt auch ein bisschen in Ruhe. Und damit haben wir auf jeden Fall erstmal die Möglichkeit. So. Cool. Die Frage ist, wo finde ich jetzt Hyänen? Hyänen und Geier. Gut, die jagt da unten. Jetzt kommt mal die Krokodile. Das ist ziemlich. Das ist ein Tier. Aber immer keine Hyäne. Gut, das sind Störche. Das ist geil. Das interessiert mich jetzt letztlich wenig. Ich lasse sie jetzt mal. Die müssen ja nicht unbedingt, muss ich jetzt auf den Sack gehen. Und unten ist das Krokodil. Aber mein Ziel ist es, den Geier da oben zu kriegen. Wir sollen ja zwei Geierschädel mitnehmen. Die Geier werden wahrscheinlich die schwerste werden. Die werden wahrscheinlich nicht machbar sein da oben. Sind das Geier? Ne, sind keine Geier, ne? Das sind Störche, oder? Ja. Oder ist das ein Geier da oben? Ja, nicht. Bei dem werden wir kaum kriegen, der wird nämlich jetzt weg sein. Ich wollte damit sagen, das sind Störche oder sowas, aber. Ist so schlimm. Kriegen wir nicht von hier. Ich bin vor allen Dingen Hyänen. Ja,
Frage, die Tiere. Das ist der Störche. Also da oben, ja, das ist auf jeden Fall geiler. Die werde ich wahrscheinlich. Die werde ich wahrscheinlich aber kaum von hier kriegen. Wo sind die überhaupt da hinten lang? Ja, ja, der fliegt. Der wird fliegen. Der wird natürlich jetzt. Wobei der gerade auf mich zukommt, ne? Sehe ich das richtig? Geil. Jetzt habe ich natürlich keine Munition mehr. Jetzt muss ich natürlich die Jagd abbrechen und zum Gerber zurück. Also ich muss ja wieder Munition holen. Frage, dürfen, haben wir noch genug? So, einmal kurz die Links geholt. Natürlich total toll, dass jetzt mein Beutetier wieder welche ist. Ich hätte nämlich gerne welche gehabt. Das ist Krokodil, ja. Auch. Ich hätte gerne. Ja, das Problem, wenn ich mal einen Geier habe, dann habe ich keine Munition. Na toll. Da oben sind welche auf Jagd. Da oben sind welche auf Jagd. Das könnte funktionieren. Jetzt muss ich jetzt aber erstmal hoffen, dass hier wieder. Die gehen nämlich runter. Oh, Alter. Der ist runter. Was haben wir hier? Geierschädel, perfekt. Gut, ihr könnt wieder runtergehen und sagen, komm, Schatz, was ist mal drauf? Weil die jagen ja, die landen ja eh wieder.
Vermute ich zumindest mal. So, wir haben jetzt einen Geierschädel. Und zwei Krokodile. Wir brauchen jetzt auch die Jähendinger. Zu. Das war keine Jäne, oder? Die Frage ist, ob es ein Tool da unten? Da vorne sind welche auf Jagd. Ups, bin dann. So, jetzt habe ich das zumindest hier auf Kabel. Jetzt brauche ich noch die Dingseier. Die Hyänenohren. Aber wo finde ich jetzt die Hyänenohren? Ja, ich weiß irgendwo in weißt du, der felsigen Gegend, aber ich. Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir welche anlocken können, wenn da die Geier da liegen. Warum muss ich jetzt da hin? Das ist alles ein anderes Material. Das ist ja Krokodil, was da unten liegt. Das hat ja nichts damit zu tun. Aber wo finde ich jetzt Hyänenohren? Was ist denn das für ein Viech? Mmh.
gesagt. Pelz, ja. Was ist denn das für Viech, was da rumfliegt? Können ja mal nachgucken. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, wahrscheinlich ja weniger, aber... Leopardenfell, ja. Okay. Ja, wo finde ich? Ich will ja eigentlich. Die sind ja meistens nicht im Wasser, ne? Ist ja mehr oder weniger rein. Aber wo will ich jetzt Hyänen? Das ist irgendwas anderes. Eisen, ne? Ja, ich würde aber. Das sind ja alles Geier, ne? Wo zur Hölle finde ich jetzt hier Hyänenohren? Jetzt bin ich an der einen Höhle da hinten oder was? Wo waren die Schösshöhle dann wieder? Ich muss ja den weiterfinden, ja? Aber wo finde ich den zur Hölle? Dorf Zau, wie sind die Höhle dann da oben? Ach Gott. Ist das hier gewesen? Nee. Wie ist denn die Höhle, die ich, wo ich die gemacht habe? Die komische Hyänenhöhle. Wir können sowieso nicht reisen, oder? Schön, also nicht verfügbar. Ergo muss sie ja da irgendwo. Jenbau, doch! Doch, da oben! Also sind wir doch richtig irgendwo gewesen. Dann hilf mal kurz an den Bau rüber, oder? Weil dann zieht dann natürlich das Tier. Wenn wir es können. Ich dachte wirklich, das ist ein Wildschwein, aber es ist ein Hyänenbau.
Das ist ein Hyänenbau. Also müssen wir doch dahin. Also das erkennt ihr, könnt ihr erkennen. Das sind Hyänen. Hab doch. Hep. Das wäre eins. Herrscher verfügbar. Irgendwas verfügbar. Aber hier hinbau ist der Ketter. Doppelschwerter. Sonst müssen wir noch eine zweite Hyäne finden, oder? Jetzt müssen wir doch nur eine zweite Hyäne finden, weil es ist ein angeblicher Hyänenbau. Also da kann ich mir doch vorstellen, dass da mehr als einer irgendwie rumkreuchen vielleicht. Ein Bau heißt ja, das heißt, dass es irgendwo mehr ist, ob schon mehr ist irgendwo. Jawohl. So, jetzt. So, damit kommen wir zum Gerber zurück. Boah, halt aber weiter, aber man muss auch mal lesen können. Man muss auch durchaus mal lesen können, liebe Leute. Ich habe jetzt echt gedacht, ja, ich muss jetzt irgendwie so ein bisschen jeden finden, aber wie Gott sei Dank mal in der Nähe. Gut, das wird ja, es muss ja eigentlich mehr oder weniger. So, jage die Tiere von den Gerber, bringe mir die Tierteile, die er braucht. Wir haben zwei Geierschellen, wir haben zwei Krokodileier und wir haben dann final doch die Hyänen. Nun gut, was hast du für mich? Alles. Alles, was du wolltest. Ah, ja, gut, gut. Und in sehr gutem Zustand. Das wird genügen. Dann los. 1000 dB auf jeden Fall und 110 Drachmen. So, dann haben wir die erste von den drei Quests abgeschlossen. Die nächste wäre diese hier. Und dann haben wir noch eine in einem Gebiet, wo wir noch nicht waren, wenn ich da überhaupt hin darf. Ja, wir gucken uns aber erstmal die nächste Quest an, die heißt ein gerechter Tausch. Ja, bis morgen um 12. Bis dann. Tschüss.